Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, in Rockenhausen wohnt ein älterer Mann, der in seinen jungen Jahren noch mit Pferden pflügte. Er erklärte mir mal, warum man beim Pflügen mit Pferden immer nach vorne schauen muss. Die Furche wird sonst schief. Das wird nichts, sagte er. Immer nach vorne schauen. So hören wir oft auch als Rat, wenn wir feststecken oder etwas schief gelaufen ist. Zweimal begegnet uns dieser Rat, immer nach vorne schauen, auch in der Bibel. Einmal bei Paulus. Er hatte folgende Lebenseinstellung: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel. Die zweite Bibelstelle ist der Wochenspruch dieser Woche. Am Ende der kleinen Geschichte von Ulrich Schaffer, die ich Ihnen vorlesen möchte, verrate ich Ihnen den Vers. Die Geschichte heißt Der Blick nach hinten. Der Mann setzt den Pflug an, gibt den Pferden das Kommando und geht los. Er peilt einen entfernten Baum an und hält diesen Baum genau in der Mitte der beiden Pferdenacken. Hinzu kommt, dass er eine gerade Furche denkt. Er spürt die gerade Furche in sich. Er geht der schon gezogenen Furche in sich nach. Der Pflug ist seinen Gedanken unterworfen. Dann dreht er sich um. Er will zu seiner Frau, die ihn aufs Feld gebracht hat, zurückblicken. Oder er will sehen, wie viel er schon geschafft hat. Oder er will sehen, ob die Furche gerade wird. Vielleicht, weil er sich nicht ganz traut. Oder er dreht sich um, weil das Feld hinter ihm betrachtet werden will. In dem Moment, er sieht über seine linke Schulter, drückt er den Pflug links fast unmerklich hinunter. Es trifft sich nun gerade so, dass im gleichen Augenblick der Pflug auf einen Stein trifft, der zwar nicht sonderlich groß ist, aber doch so groß, dass der Pflug ihn nicht bewegen kann. Die Pflugschar muss den Stein entweder rechts oder links liegen lassen. Durch den leichten Druck auf die linke Seite des Pfluges, verursacht durch das Umdrehen des Mannes, knirscht die Pflugschar an der linken Seite des Steines vorbei. Der Stein, der in Pflugrichtung auch noch breiter wird, gibt dem Pflug einen zusätzlichen Schub nach links. So dreht er sich wieder zurück und sieht nach vorn. Er fasst den Baum wieder ins Auge und alles geht weiter. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass der Pflug leicht nach links geneigt wurde. Darum ist der Baum, den er ins Auge fasst, der falsche. Er unterscheidet sich kaum von dem anderen und der Pflüger merkt es darum auch nicht. Mit Überzeugung und Sicherheit hält er den falschen Baum genau mitten zwischen den Pferdenacken. Er pflügt weiter und merkt nichts von dem Knick in der Furche. So wird er die nächste Furche und die nächsten 100 Furchen genau an diese ansetzen und die Erdschollen fast aufeinander fallen lassen. Und alle werden den gleichen Knick haben.
Ein Blick, ein Stein, ein falscher Baum. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, eine Geschichte über unser Leben und den Blick zurück. Jesus sagte, und nun verrate ich Ihnen den Wochenspruch dieser Woche aus dem Lukasevangelium: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Für diese Woche wünsche ich Ihnen den Mut für den Blick nach vorne. Der Baum am Horizont ist Gottes Reich, ein guter Fluchtpunkt für eine gerade Furche. Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Jochen Walker. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, oft lebe ich so ganz in meiner Vergangenheit. Das, was hinten liegt, beschäftigt mich. Da ist Wehmut um die Dinge, die einmal schön waren. Das sind Erinnerungen an bessere Zeiten. Da ist aber auch das Quälende meiner Vergangenheit. Mein peinliches Versagen, die verpassten Chancen. Tag und Nacht könnte ich mich damit beschäftigen, Herr. Du aber willst meine Gedanken nach vorne richten, zu dir hin. Du willst mir das, was hinten liegt, abnehmen, damit ich erleichtert werde. Mache mich bereit, das, was war, in deine Hände zu legen. Mache mich bereit, mir vergeben zu lassen. Öffne meinen Blick für das Kommende, die Menschen, die mir begegnen, die Herausforderungen, das Schöne. Segne alle, die mir in dieser Woche begegnen. Segne mich selbst und leite mich auf ewigem Wege. Dies bitte ich im Namen Jesu. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.